Jetzt interessiert mich noch, was du dazu sagst, wenn man Tools verwendet, Apps verwendet im Unterricht, die Lernquizzes zum Beispiel oder andere Apps, die eingesetzt werden. Da gibt es ja auch vieles zu beachten. Absolut, also es hängt ein bisschen vom Alter der Schülerinnen und Schüler ab. Also was empfehlenswert ist, wenn ich Tools einsetze, dass ich mir sowas wie ein pädagogisches Konzept überlege, warum nutze ich dieses Tool, was für einen Zweck soll es erfüllen, was sollen die Schüler und Schülerinnen auch damit lernen. Empfehlenswert ist, dass ich die Eltern informiere und auch um Einverständnis bitte, diese Tools zu verwenden. Das ist vor allen Dingen bei Schülern und Schülerinnen unter 14 Jahren eine Möglichkeit. Man könnte aber auch sagen, also da gibt es so ein bisschen auch Debatten rundherum, dass das ohnehin im gesetzlichen Auftrag des Unterrichts abgedeckt ist, solche Tools zu verwenden. Aber es wäre eine Möglichkeit und ich sehe das auch immer wieder, dass Lehrende die Eltern informieren und sozusagen durchaus auch schauen, dass das eh okay ist, dass sie jetzt da diese Dinge verwenden. Vor allen Dingen dann, wenn die Kinder das auf eigenen Geräten machen. Also dann ist das Das Um und durchaus Auf wahrscheinlich. ja oder empfehlenswert. Ja? Also ich glaube, man kann das mit dem gesetzlichen Rahmen schon alles argumentieren. Aber es ist sozusagen dieses Einverständnis, es ist irgendwie gut, die Eltern mit an Bord zu haben in diesen Dingen. Ja. Etwas, was ganz wichtig ist in all diesen Tools, die ich wo auch immer verwende, keine persönlichen Daten der Kinder anzugeben. Also auch wenn ich irgendwo die Schülerinnen und Schüler anmelden muss, hier nicht die Klarnamen zu verwenden. Ich weiß, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil viele Anbieter das auch verlangen. Aber da könnte man jetzt sagen, okay, das könnten jetzt eigentlich so ein bisschen auch die Grenzen sein. Ja? Da haben wir wahrscheinlich noch nicht den ganz geeigneten Weg. Das sind wir auch wahrscheinlich alle noch am Ausprobieren. Aber es ist einfach, ja, alles, was im Internet steht, kann irgendwie die Runden machen. Und wenn da irgendwelche komischen Klassenlisten dann irgendwie herumgeistern, kann das einfach auf den Kopf der Schule irgendwann fallen. Ja. Oder nur Tools verwenden, die vielleicht von mir als Lehrperson eine Registrierung mit Klarnamen verlangen, aber wo sich die Schülerinnen und Schüler dann eben nicht Genau. einloggen müssen, wo sie nichts downloaden müssen und so weiter. Ja, Mir fällt zum genau. Beispiel Padlet ein, ja, Ja, das ich genau. immer wieder auch im Unterricht einsetzen Ja, kann. Padlet ist natürlich etwas sehr Hilfreiches in diese Richtung, ja. Es geht also in erster Linie darum, bei Lehrerinnen und Lehrern, dass sie die digitale Lebenswelt ihrer Schülerinnen und Schüler in den Unterricht aufnehmen. Hast du noch ein paar abschließende Tipps, wie das in der Praxis funktionieren kann oder ein paar Dinge, die du uns mit auf den Weg geben möchtest? Naja, das ist jetzt sehr altersabhängig, weil natürlich ist auch klar ist, die Kinder tun und Schüler und Schülerinnen insgesamt tun unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Altersgruppen. So wird es jetzt so sein, dass die älteren Schüler, Schülerinnen, also Oberstufe, Sekundarstufe 2, sich recht wenig irgendwie in die Karten schauen lassen, auch eigentlich ganz gern ihr Privatleben, also ihr außerschulisches Leben vom schulischen Leben trennen möchten. Und das ist bei den Jüngeren durchaus noch nicht ganz so. Also für die ist das auch noch mehr eine Einheit. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich in die Sekundarstufe 2 gehe, dann sind so Themen auch relevant. Ich kann aufgreifen, wie finanzieren sich all diese Dinge, die wir hier so nutzen? Wie zahle ich mit Daten? Wo bin ich bereit, das zu tun? Wo bin ich auch bereit, das nicht zu tun? Wie funktioniert diese digitale Wirtschaft eigentlich? Und wo ist da auch ein Unterschied zu dem, was vielleicht noch in den Lehrbüchern steht? Dann natürlich auch, gerade wenn es so in Richtung vorwissenschaftliche Arbeit geht, wo sind überhaupt Quellen im Internet, die brauchbar sind? Zum Beispiel das Twitter. Eine ausgesprochen gute Recherchequelle für den ganzen wissenschaftlichen Bereich ist, das ist vielen Schülern und Schülerinnen überhaupt nicht bewusst. Also so in Workshops, da werde ich oft sehr schief angeschaut, wenn ich ihnen vorschlage, dass sie jetzt in Twitter suchen sollen, wo sie Experten, Expertinnen für ihr Fachbereich suchen. Also das finden sie also eigentlich eher letztklassig. Aber ja, wir alle wissen, Twitter ist einfach eine ganz wunderbare Plattform,
um die wichtigen Publikationen, die wichtigen Neuentdeckungen, Neuerungen zu finden in den verschiedenen Fachbereichen. Also das wäre so ein konkretes Beispiel. Und wenn wir weiter hinuntergehen, auch hier natürlich dieses Hinterfragen, wie funktionieren diese Dinge, die die Kinder und Jugendlichen so nutzen, aber auch hier noch ein bisschen mehr diese Fragen der Selbstdarstellung. Also was gebe ich von mir im Internet preis? Und da ist natürlich diese Debatte immer, wo gerade die so in der Pubertät steckenden Jugendlichen sagen, ja, ich habe eh nichts zu verbergen, mir ist eh wurscht, was da ist über mich. Und natürlich nach außen hin auch die obercool sind. Aber trotzdem ist es immer wieder auch wichtig, so anzuschauen, was können Konsequenzen sein? Was waren vielleicht Konsequenzen von anderen Personen? Und das müssen nicht immer nur die klassischen Dinge sein, wie, ja, ich weiß nicht, da irgendjemand wurde zum Vorstellungsgespräch nicht zugelassen, weil für viele Schüler und Schülerinnen ist das Noch ein manchmal gar bisschen nicht, abstrakt, oder? ja, oder auch gar nicht relevant, weil sie vielleicht ohnehin das Gefühl haben, sie werden nie in Vorstellungssituationen erleben, ja, die wenig Perspektive für sich selbst empfinden und ihnen jetzt im Moment auch wichtiger ist, die Anerkennung ihrer Peers, ihrer Freunde, anderer Gleichaltriger zu haben. Also da ist es dann vielleicht eher wichtig, naja, was würden denn andere Leute sozusagen denken, und durchaus auch deines Alters zu so einem Bild, also eher so diese Frage Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, in den Mittelpunkt zu stellen oder auch Gesundheitsaspekte. Instagram beispielsweise vermittelt ganz viel, dass es urleicht ist, was ich innerhalb von 2 Tagen 50 Kilo abzunehmen und das, wenn ich nur Schnitzeln esse. Also einfach Fake News. Ja? Also gerade Body für Image, ja. genau, also für Jugendliche sind, wenn wir von Fake News sprechen, sind die Fake News ganz häufig in diesem Gesundheitsbereich, also Body Image im weitesten Sinn. Ja, auch, aber auch so Sachen wie Selbstmord. Ja? Es ist sehr, sehr einfach im Internet nach Anleitungen zu Selbstmord zu suchen. Und ja, hin und wieder passiert es halt auch, dass Jugendliche das ausprobieren und leider erfolgreich. Also auch sozusagen die, Die was tue ich schwierigen in Themen auch thematisieren, oder? unbedingt. Und das kann ich vor allen Dingen gut in den Sprachen. Und das kann ich auch schon mit recht jungen Kindern. Weil dadurch, dass die einfach schon ganz früh im Internet unterwegs sind, haben sie von viel mehr eine Ahnung, als viele Lehrende auch das Gefühl haben oder ihnen zuzutrauen. Aber da können wir uns alle entspannen. Auch die älteren Geschwister haben nicht das Gefühl, dass die Jüngeren schon so viel wissen und so viel kennen. Also dieser Digital Divide, ja, dass die Alten nichts wissen, was die Jungen tun, der ist schon bei ganz, ganz Jungen. Zum Beispiel in der Volksschule, dass Viertklässler Volksschule gar kein Gefühl dafür haben, womit Kinder aus der zweiten Klasse eigentlich schon zu kämpfen haben. Also da können wir alle ganz offen auf die Kinder zugehen, sie fragen, sie interviewen, offen, aufgeschlossen sein, uns interessieren für diese Welt und dann überlegen, wo können wir das eine oder andere einbeziehen. Also mir hat da zum Beispiel eine Lehrerin hat gesagt, naja, da ist dieses Thema der Kettenbriefe, das ist so Ende der Volksschule, Anfang der Sekundarstufe 1. Hier kommen immer wieder so auch Schreckensgestalten wie Momo oder wie sie alle heißen. Und die hat dann gesagt, naja, dann machen wir doch in Mathematik, ich glaube, das war eine 4. Klasse Volksschule, eine Rechnung. Wenn 5 Kinder einen Kettenbrief bekommen, der an 5 Kinder weitergeschickt werden soll, wie viele Kinder haben am Ende Angst? Und solche Dinge, also das dann einfach in den normalen Unterricht einzubeziehen, das ist sicher das Sinnvollste. Und mit der digitalen Grundbildung, die wir jetzt in der Sekundarstufe 1 zumindest einmal beginnend verpflichtend haben, ist da ja auch schon ein Schritt getan. In diesem Fach oder in diesem Fachbereich oder wie auch immer es organisatorisch gelöst ist, kann ich es einfach unterbringen. Da kann ich das dann sofort auch auf die Liste digitale Grundbildung ein Genau, Punkt da kann mehr ich es dann abgecheckt. fächerübergreifend oder fächerintegrativ auch machen. Vielen Dank für die vielen tollen Einblicke. Wenn es noch mehr Informationsbedarf gibt, das glaube ich bei vielen Lehrenden natürlich der Fall ist, dann ist saferinternet.at die erste Adresse, glaube ich, wo es ganz, ganz viele Ressourcen gibt, die man kostenlos beziehen kann.
Genau, also wir haben viel zum Download, viel zum Anschauen, viel zum Nutzen. Es gibt auch Quiz für Schüler und Schülerinnen. Es gibt Videos für Erwachsene zu verschiedenen Themen, die sich in erster Linie an Eltern richten. Es gibt Unterrichtsmaterialien für Lehrende, also eine ganze Bandbreite und immer wieder fällt uns auch was Neues ein. Schön. Barbara Buchecker, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.